den Schloss verkleben. Was? Deutschland, ne? Ich wohne da. Willst du mit? Also musst du nicht. Du kannst auch, kennst du da jemanden? Ich kann dich auch irgendwo rauslassen, ist kein Problem. Ich lass dich einfach irgendwo raus und einfach stoppen. Ich halte die Klappe. Was soll denn hier? Jetzt gehen wir shoppen. Shoppen? Ja, in Deutschland ist billiger. Wenn du dich wohlfühlst, kannst du auch weiter so rumrennen. Entschuldigung, ist das hier die Berliner Kasse? Ja? Komm, die Frau sagt, das ist die Schnellkasse für Berliner. Echt jetzt? Mhm. Freundschaft in Süddeutschland, das ist einfach einmalig, wa? Hast du Hunger? Nee, halt nicht. Aber ich. Du hast echt ein guter Berliner, immer schlecht gelaunt. Willst du da nicht mal hin? Nee. Zeugen noch. Hallo. Hallo. Ich hätte gern Currywurst. Und der Herr mit einer Bockwurst mit Senf. Was soll denn bitte jetzt? Ah, Berliner. Ja, ja, immer schlecht gelaunt, aber mit Gold im Herzen, ich will schon. Sie werden es nicht haben, aber Sie sind heute meine erste deutsche Kunde. Sonst gibt es hier nur Schweizer. Fünfen Sie bitte. Mach schnell. Kannst du auswandern? Rennen tut's ja überall. Oder vermisst dich dann eine Frau Ziegler? Nee, schon lange weg. Zu viel Feuer und Wasser. Alter Opel, schön, wa? Hans, bist du schon auf den Zug? Sag mal, soll man nicht lieber... Was machst du denn hier? 54er Baujahr, wa? 56er. Metz Vorpumpe, 800 Liter die Minute. Seit 97 sind wir schon zusammen. Der alte Blitz und ich. Ah. Oh. Stimmt.
Jetzt, wo man dich richtig versteht, könntest du gleich bei uns einsteigen. Das wird dir so passen. Aber ich sag das lieber ganz direkt, nicht, dass es danach jetzt so ungeklärt sein kommt. Ist das okay? Mit dem Sofa? Ja. Du kannst doch bei mir im Bett schlafen. Ich hab das Gefühl, egal, ich hol mal Bier. Ja. Ja. Psst. Wie heißt der Vogel? Das ist ein Papagei. Edwin. Hm. Schön. Ja, ich habe auch einen Balkon. Okay. Wow. Tolle Aussicht. Leider von der falschen Seite. Schlimmeres als in die Schweiz zu gucken. Zum Beispiel hinfahren. Wieso fährst du denn hin? Wegen Geld? Nicht wegen der Gastlichkeit, sicher nicht. Ja, geh schon. Ich wollte mich sowieso bei dir entschuldigen, ja? Ist schon okay. Nein. So wie ich dir die ganze Zeit behandelt habe, ja, das stimmt allerdings. Tut mir leid. Ist es hier, sag mal, hast du ja eigentlich Brandschutz, also Rauchmelder? Auf dem Balkon? Nein, drinnen. Nee. Ja, weil das ist wichtig. Ja, also 95% der Brandmelder sterben nicht an Rauch, sondern an Feuervergiftung. Also umgekehrt. Mhm. Und 70% in den eigenen vier Wänden, also zu Hause. Mhm. Und 34%. Hans. Wir sind aber nur gute Freunde. Nur gute Freunde. Seele, Bülle, Schille, Katz, Gott auf alle Seele, Hund wieder heim, hat sich um mich bei. Ritter, Ritter, Rüssli, zu Badestaat, Schlössli, Stäbeli auf, Stäbeli ab, Juche. Krass. Huch, ich Rüssli! Ja, selber.